Hallo an alle. Ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Die TR-3B Black Manta und die SR-91 Aurora sind wahrscheinlich die beiden rätselhaftesten Flugzeuge, die jemals die Gemüter von Luftfahrtenthusiasten, Verschwörungstheoretikern und sogar einigen Raumfahrtprofis erregt haben. Beide sollen spezielle Projekte des US-Militärs gewesen sein, aber da diese Flugzeuge als streng geheim gelten, gibt es nur sehr wenige stichhaltige Beweise für ihre Existenz. Viele Berichte über Sichtungen und seltsame Flugmuster sowie eine Reihe von spekulativen Leaks sorgen jedoch dafür, dass das Thema weiterhin interessant bleibt. In diesem Video gehen wir der Frage nach, welche Fähigkeiten solche Flugzeuge haben könnten, und vergleichen sie dann mit bekannten US-Militärflugzeugen, um festzustellen, ob sie es wert sind, unter Verschluss gehalten zu werden. Zunächst einmal die TR-3B Black Manta, die manchmal auch als Astra bezeichnet wird. Es handelt sich um eines der bekanntesten Geheimflugzeuge, von dem angenommen wird, dass es Teil des schwarzen Projekts des US-Militärs ist. Die TR-3B wurde als massives dreieckiges Flugzeug beschrieben, das vermutlich für taktische Aufklärungsmissionen eingesetzt wurde. Viele glauben, dass TR für Tactical Reconnaissance, taktische Aufklärung, steht, also für den Zweck dieses mysteriösen Flugzeugs im verdeckten Militärdienst. Unzählige Augenzeugen, von Piloten und Luftfahrtenthusiasten bis hin zu Zivilisten, haben von Sichtungen dieses mysteriösen Flugzeugs über dem Himmel berichtet. Diese Berichte beschreiben ein schwarzes, stilles Dreieck mit leuchtenden Lichtern an jeder Ecke, das sich mit Leichtigkeit durch den Himmel bewegt, ohne Geräusche und ohne das Brummen eines Motors. Die meisten dieser Lichter pulsieren und geben ein unheimliches dreieckiges Muster ab, das so ziemlich zum Markenzeichen von TR-3B-Sichtungen geworden ist. Einige spekulieren, dass die Lichter Teil eines ausgeklügelten optischen Tarnsystems sind, andere halten sie für einen Teil des Antriebs. Aber einer der umstrittensten Aspekte der TR-3B ist definitiv die Verwendung eines Anti-Schwerkraft-Triebwerks. Einigen Ideen zufolge nutzt die TR-3B Standard-Düsentriebwerke und eine sehr starke Anti-Schwerkraft, um unglaubliche Geschwindigkeiten, tarnkappenähnliche Manövrierfähigkeit und sogar einen vollständigen Schwebeflug in der Luft zu erreichen. Theoretisch könnte es so einer Entdeckung entgehen und wäre damit eines der am besten getarnten Flugzeuge, die je gebaut wurden. Obwohl das Konzept von der Wissenschaft nicht bestätigt wurde, hat es zu zahlreichen Spekulationen geführt, insbesondere in Form von Verschwörungstheorien. Ein Antigravitationsantriebssystem würde auf der Manipulation von Gravitationsfeldern beruhen. Die meisten sind der Meinung, dass es bedeutet, lokale Verzerrungen in der Raumzeit zu erzeugen, um ein Objekt gegen die Anziehungskraft der Schwerkraft auszugleichen, sodass es sich ohne konventionellen Antrieb fortbewegen kann. Da es sich hierbei nur um eine Hypothese handelt, hat sie die Gedanken von Wissenschaftlern und Zukunftsforschern als etwas, das die Luft- und Raumfahrt revolutionieren würde, gefesselt. Wir können nicht bestätigen, ob die TR-3B existiert, aber wir können Parallelen zu einigen realen Flugzeugen ziehen, die in einigen Details dem gerüchteweisen Astra ähnlich sind. Das wohl bekannteste Tarnkappenflugzeug ist die Lockheed F-117 Nighthawk, das erste einsatzfähige Flugzeug der Welt, das sich der Radarerfassung entziehen sollte. Ihr Design zeichnet sich durch scharfe Winkel und einen facettierten Rumpf aus, der den Radarquerschnitt minimierte und es ihr ermöglichte, feindliche Radarsysteme effektiv zu umgehen. Dieses ungewöhnliche Aussehen wurde nicht nur aus ästhetischen Gründen geschaffen, alles an der Form dieses Flugzeugs wurde getan, um die Radarwellen abzulenken und es für jede Art von feindlichem Erkennungssystem nahezu unsichtbar zu machen. Das gilt auch für die dreieckige Form, die dem TR-3B-Flugzeug zugeschrieben wird. Während des Golfkriegs 1991 stellte die F-117 ihre Einsatzfähigkeit unter Beweis, indem sie Präzisionsschläge gegen wichtige Ziele ohne Risiko des Abfangs ausführte. Sie flog niedrig und setzte Geländetarntechniken ein, die sicherstellten, dass die feindlichen Radarsysteme entgingen. Ein weiterer guter Vergleich ist das Flugzeug der Northrop Grumman, die B-2 Spirit, ein Langstrecken-Tarnkappenbomber, der tief im feindlichen Luftraum eingesetzt werden kann. Damit gehört der B-2 Nurflügler zusammen mit der fortschrittlichen Radarvermeidungstechnologie zu den modernsten Flugzeugplattformen im Arsenal der USA. Ohne das gerüchteweise vorhandene Antigravitationstriebwerk der TR-3B ist sie sicherlich eine der modernsten Errungenschaften der modernen Militärluftfahrt.
Ein weiteres geheimnisvolles Flugzeug ist die SR-91 Aurora, deren Existenz ebenso wie die der TR-3B nie bestätigt wurde. Gerüchten zufolge handelt es sich bei der Aurora um ein Hochgeschwindigkeitsüberschallaufklärungsflugzeug, das als Ersatz für das berühmte Flugzeug Lockheed SR-71 Blackbird gedacht war, eines der schnellsten jemals vom US-Militär eingesetzten Flugzeuge. Die SR-71 hatte Geschwindigkeiten von Mach 3 und eine Flughöhe von über 80.000 Fuß erreicht, als sie Ende der 1990er Jahre außer Dienst gestellt wurde. Sie war speziell dafür gebaut worden, alle Arten von feindlichen Raketen zu überfliegen und sollte Aufklärungsdaten über feindlichen Gebieten sammeln. Die Ausmusterung der SR-71 gab Anlass zu Spekulation über ihren möglichen Ersatz durch fortschrittlichere Flugzeuge wie die SR-91 Aurora. Ersten Berichten zufolge ist die Aurora in der Lage, Hyperschallgeschwindigkeiten, mehr als Mach 5, zu erreichen und verwendet möglicherweise ein experimentelles Antriebssystem wie ein Pulsdetonationstriebwerk. Ein Impulsdetonationstriebwerk könnte durch eine Reihe kleiner Detonationen extrem hohe Geschwindigkeiten erreichen. Es gibt vage Vermutungen, dass ungewöhnliche Überschallknalle, die über dem Westen der USA zu hören waren, mit Aurora-Testflügen in Verbindung gebracht werden, obwohl es keine offiziellen Unterlagen oder Bestätigungen für diese Ereignisse gibt. Da nicht einmal die Existenz der SR-91 Aurora bestätigt ist, wenden wir uns wieder realen Flugzeugen zu, die die Grenzen von Geschwindigkeit und Höhe überschreiten. Die SR-71 Blackbird ist nach wie vor der Archetyp des Überschallaufklärungsflugzeugs und bietet einen logischen Bezugspunkt für die Aurora. Ihr Design ist ikonisch, ihre Geschwindigkeit seit Jahren weltrekordverdächtig, sodass die SR-71 ein ideales Modell ist, um zu erfahren, welche Art von Flugzeug als Inspiration für das Aurora-Design dienen könnte. Ein weiterer relevanter Vergleich wäre der mit der nordamerikanischen X-15. Sie war ein Versuchsflugzeug, das während des Kalten Krieges entwickelt wurde, um die Grenzen von Hochgeschwindigkeitsflügen in großer Höhe auszuloten. Dieses raketengetriebene Flugzeug wurde zu einem Schlüsselelement sowohl für die NASA als auch für die US-Luftwaffe, da es unschätzbare Daten lieferte, die zur Entwicklung der Weltraumforschung beitrugen. Mit einer Fluggeschwindigkeit von Mach 6,7 oder etwa 7270 Stundenkilometern und einer Flughöhe von 108 Kilometern stellte die X-15 zahlreiche Rekorde auf. Vom Design her war sie mehr oder weniger wie eine Rakete aufgebaut, mit einem aerodynamischen, perfektionierten Rumpf und Flügeln. Die X-15 sollte als Prüfstand für wissenschaftliche Experimente dienen, Flüge in der Nähe der Schwerelosigkeit für die Piloten und Tests einiger Hitzeschutzmaterialien für Wiedereintrittsfahrzeuge. An diesem Programm nahmen bekannte Piloten teil, darunter auch Neil Armstrong, sodass dieses Flugzeug herkömmliche Flüge und Weltraumreisen nahtlos miteinander verband. Obwohl es sich um ein Forschungsflugzeug handelte, spiegelten die Fähigkeiten der X-15 wider, was mit der nächsten Generation von Hochgeschwindigkeitsflugzeugen erreicht werden könnte. Ein weiteres aktuelles Beispiel für ein Hyperschall-Testfahrzeug ist der Boeing X-51 Wraith Rider. Obwohl unbemannt, erreichte die X-51 bei Testflügen mit einem Scramjet-Triebwerk Hyperschallgeschwindigkeiten. Dies zeigt, dass das US-Militär nicht aufhört, fortschrittliche Antriebstechnologien zu nutzen, aus denen eines Tages ein Flugzeug wie die SR-91 Aurora hervorgehen könnte. Auch wenn nichts davon jemals offiziell bestätigt wurde, bleiben die TR-3B Black Manta und die SR-91 Aurora zwei Flugzeuge, die höchste Bewunderung hervorrufen. Die Mystik geheimer Militärflugzeuge ist immer berauschend und diese beiden Flugzeuge symbolisieren einen Quantensprung in Sachen Antrieb, Tarnkappe und Geschwindigkeit. Unabhängig davon, ob sie existieren oder nur ein Produkt von Gerüchten und Spekulationen sind, verkörpern sie, wie weit die militärische Luftfahrt gehen kann, um mit dem technologischen Fortschritt Schritt zu halten. Ein Vergleich dieser Konzeptflugzeuge mit den ikonischen amerikanischen Jets, die wir bereits in diesem Video besprochen haben, zeigt, wie weit die Luft- und Raumfahrttechnik bereits fortgeschritten ist. Beispiele aus der realen Welt geben uns einen Einblick in einige der fortschrittlichsten Technologien, die in den heutigen Flugzeugen zum Einsatz kommen, auch wenn die nächste Generation von Flugzeugen noch geheim ist.
Auch wenn die TR-3B und die SR-91 noch nicht bestätigt sind, besteht kein Zweifel daran, dass die Zukunft der militärischen Luftfahrt bereits in vollem Gange ist. Ereignisse wie die B-21 Raider, der Tarnkappenbomber der US-Luftwaffe der neuen Generation zeigen, dass die Innovation der Tarnkappentechnologie weiter vorangetrieben wird. Die B-21 zielt darauf ab, die Fähigkeiten der B-2 Spirit durch eine größere Reichweite, eine höhere Nutzlastkapazität und ausgefeiltere Radarabwehrtechnologien zu verbessern. Hyperschallflugzeugprogramme wie der X-51 Wraith Rider und mehrere Versuchsflugzeuge beweisen, dass die Vereinigten Staaten tatsächlich an Technologien arbeiten, die es ihnen ermöglichen, eines Tages Geschwindigkeiten zu erreichen, die für die SR-91 Aurora in Aussicht gestellt wurden. Die Grenzen der Luftfahrt verschieben sich immer weiter nach außen und es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis der nächste Schritt erreicht wird. Bis dahin werden die TR-3 Black Manta und die SR-91 Aurora weiterhin im Reich der Spekulation und Geheimnisse fliegen und Träumer faszinieren, die auf den nächsten Sprung in der Luftfahrttechnologie warten. Was denken Sie über TR-3B und SR-91? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, uns zu liken und unseren Kanal zu abonnieren, um unsere neuesten Videos direkt in Ihre Benachrichtigungen zu bekommen.